Was siehst du in diesem Bild? Einen Mann, der von den ersten wärmenden Sonnenstrahlen und fröhlichem Vogelgezwitscher geweckt wird, der sich frohen Mutes auf den Weg macht? Oder aber eine unbehagliche Szenerie, in der ein einsamer Wanderer allein im düsteren Gehölz erwacht? Grading bedeutet mehr als nur Farbräder zu bewegen. Viel eher geht es darum, die Story des Bildes durch die Macht der Farben zum Zuschauer zu transportieren. Farben haben einen immensen Einfluss auf unser emotionales Empfinden. Coloristen beeinflussen Storytelling in einer Art und Weise, die dem Rezipienten meist nicht bewusst ist. Sie können Schatten erzeugen, wo eigentlich die Sonne scheint, Masken erstellen, wo niemals welche waren und Objekte verschwinden lassen oder aber, wenn es der Film verlangt, einen roten Abendhimmel hinzufügen. Jedes Bild existiert nur als physikalisches Phänomen, ein Zusammenspiel aus Licht und unserer Gehirnleistung. Farbe ist ein subjektiver Sinneseindruck, der durch Licht, das von unserem Auge und Gehirn verarbeitet wird, entsteht. Das physikalische Objekt an sich hat keine Farbe. Der visuelle Eindruck entsteht erst im Kopf. Um Bilder farbecht zu korrigieren, braucht es fundierte Kenntnisse von Farbe, Licht, Naturwissenschaft in Verbindung mit dem Handwerk, Kunst und Emotionen. Shots matchen, Gradings erstellen, Effekte hinzufügen, dem Bild Tiefe geben und manchmal auch einfach nur die Helligkeiten angleichen. Genau diese Grundlagen möchte ich euch in diesem DaVinci Resolve Kurs mit Schwerpunkt Color Grading und Korrektur mitgeben. Nach Abschluss des Kurses erhaltet ihr ein Zertifikat und seid selbst imstande, eigene Welten und Looks zu kreieren. Ab diesem Zeitpunkt ist alles möglich. Ihr seid dann Herr oder Frau eurer eigenen Bilder. Mögen die Farben mit euch sein! Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, dann im Video-Workshop. Eure Franzi.